Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SnowRunner. In dieser Folge wollen wir mit diesem abenteuerlichen Gespann einmal quer durch die Karte fahren. In welche Richtung? Hier hoch und eine Brücke reparieren. Das heißt, wir sehen den Staudamm. Wir sehen viel. Wir haben ein bisschen mehr mitgenommen, als wir eigentlich brauchen. Was erstmal cooler aussieht. Und ich denke mal, da haben wir auch mehr Gewicht auf der Achse. Ich denke mal, das wird uns ziemlich weiterhelfen. Ja, ich dachte mir, mal wieder mit dem Truck hier. Wie gesagt, der sieht so abenteuerlich aus in dem Gespann. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mal gucken, ob wir überhaupt hier hochkommen. Weil es ist dann doch nicht ganz ohne. Aber schaut mal an. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der so gut hier hochkommt. Aber wollen wir den Tag nicht vor den Abend loben. Weil den hebt es ganz schön aus. Der drückt wirklich extrem, der Trailer. Schaut mal, wo der auch sitzt. Das ging aber nicht anders. Ich hätte den auch viel lieber weiter vorne gehabt, die Sattelkupplung. Aber, Känguru-Benzin getankt. Ich hätte die viel weiter vorne lieber gehabt, aber, naja. Ist jetzt halt so, wie es ist. Gut, wir sind hier jetzt schon in der Stadt angekommen. Sprittechnisch müssten wir eigentlich reichen. Da bin ich jetzt mal ganz, ganz, ganz optimistisch. Mal schauen, wie es von innen ausschaut. Ja, genauso gut. Okay. Weit ausholen. Wir fahren Sattel. Wir wollen ja nichts einreißen. Ah, man kommt doch was super rum hier. Oh, es war knapp. Ja, wenn nicht, wir haben es früh am Morgen. Da hätte es eh keiner gesehen. Oh, ich bin falsch abgebogen. Ich bin aber richtig, ne? Ja. Moment mal, Holzplanken. Ja, Holzplanken fahren wir. Ich muss aber erst mal gucken, ob ich auch das Richtige mitnehme. Das wäre nicht das erste Mal, dass mir das passieren würde. Ups, da haben wir das Schild umgerucht. Naja. Passiert im besten Kreisen, gell? Gut, wir haben die Stadt verlassen und sind an diesen wunderschönen See angekommen. Sehr idyllisch hier. Wir müssen eh kurz in dem Schleichgang fahren. Da können wir uns auch gerne mal die Gegend anschauen. Es ist wirklich sehr idyllisch. Schön designt. Auch hier den Weg hier nach oben. Hier das mit dem Boot. Das gefällt mir alles wirklich gut. Nicht so lange schlafen hier in euren Trailer Park. Oh, hier müssen wir mit ein bisschen Speed durch. Sonst stecken wir gleich fest. Komm. Lass dich jetzt nicht davon aufhalten. Ja, du musstest jetzt unbedingt schalten, oder? Aber das müsste der schon schaffen. Denke schon. Bin ich mir auch wieder ganz optimistisch. Ja, schaut einer an. Es geht gut. Ah, Chevrolet. Oh, der ist wirklich auch wunderbar designt. Schön. Wirklich ein bildschöner Truck, weil ein LKW ist es ja nicht wirklich. Es ist so ein Schwertruck. Ich weiß gar nicht, nennt man das so? Ich denke schon. Oh, diesen doofen Autoanhänger muss ich irgendwann mal aus dem Weg schaffen. Aber solange ich diese Ersatzteile da oben nicht drauf brauche, ich weiß nicht, da bleibt er halt stehen. Naja, da frisst kein Brot. Gut, das ist die erste Etappe. Was war denn das? Oha. Was ist kaputt gegangen? Wo sind wir denn jetzt aufgesessen? Gut. Irgendwas an der Federung scheint kaputt gegangen zu sein. Naja. Können wir es jetzt nicht ändern. Wir hoffen mal, dass der trotzdem noch durchkommt. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass wir irgendwo drüber sind. War da ein Stein? Mit Sicherheit. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Mensch, ich würde so viel hoffen, dass wir hier ohne Schaden durchkommen. Aber hätte nicht sein sollen. Na gut. Ist jetzt halt so. So, da vorne ist schon der Tunnel. Dann sind wir schon auf der anderen Map. Oh, es läuft doch wieder wie geschnitten Brot heute. Schön. Dann fahren wir mal wieder in der Innenansicht. Die ist wirklich immer
mit am schönsten. Das ganze Spiel ist wirklich gelungen. Ich kann immer wieder davon schwärmen. Okay, genau, über diesen Damm, den ihr jetzt im Hintergrund seht, werden wir dann auch gleich fahren. Ah, wir genießen aber noch mal kurz die Aussicht hier. Schön. Wirklich schön. Okay, wir wollen uns aber mal kurz den Weg hier anschauen. Ach ja, ich hätte mir übrigens den hier ursprünglich mal markiert, aber war jetzt nicht so der Brenner. Okay, wir fahren an der Farm vorbei. Tja, wir fahren jetzt eigentlich nur rechts Richtung Werkstatt. Oh, da können wir den Truck gleich mal kurz reparieren lassen. Das denke ich mal ganz gut. Oh, vielleicht tauschen wir ihn auch. Haben wir die erste Strecke mit dem gefahren? Dann können wir die zweite ja mit dem anderen fahren. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Oh ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Ah, ich bin halt der Fuchs. Schön. Gut, über diese ganz ebene Asphaltstraße geht es jetzt nach oben. Haben da Amis was richtig Feines gebaut. Schnurgerade und glatt. Und eine ganz geringe Steigung bloß. Aber dafür, dass die Steigung wirklich so hoch ist, ne? Wo kommt er eigentlich ganz geschmeidig hier hoch mit seinem... Ja, so viel Leistung wird es nicht sein, Auto. Keine Ahnung, was der am PS hat. Aber wie gesagt, die Masse wird es jetzt nicht sein. Naja, der schafft das schon. Gut, wir fahren... wir fahren nicht auf dem Hof. Wir... Oh, halt an. Wir lassen den Trailer mal kurz hier auf der Straße stehen. Anhänger lösen. Funktionsmenü schließen. Und dann fahren wir den kurz in die Werkstatt und holen uns aus der Werkstatt unseren anderen Sattelschlepper. Bei dem weiß ich ja echt noch nicht, was wir aus denen so wirklich machen. Das sieht halt so mega cool aus, aber so ein richtiger Sattelschlepper ist es nicht. Das hier ist ein Sattelschlepper. Der ist geil. Ah, da hört sich doch gleich wieder richtig Bombe an. Hier mit seiner Aggressivität auf die Hupe schlagend. Oder auch nicht gerade. Komm. Schlag das Lenkrad jetzt kaputt. Jetzt. Ah, das ist ein wirklich schöner LKW. Laut ist der, oder? Täuscht das? Naja, es täuscht bestimmt. Gut, jetzt sind wir schon da hier. Ja, wunderbar. Dann machen wir es mal so. Satteln wir kurz an. Oh, dass die immer so weit zurück. Ach, nicht bergen. Mensch, was mache ich denn? Anhänger ankoppeln. Okay. So rum. Okay, fahren wir jetzt mit dem weiter. Da haben wir jetzt erstmal wieder einen richtigen Sattelschlepper. Wirklich schönen Sattelschlepper. Komm, noch einmal, weil es so schön ist. Können wir wieder ein bisschen von innen fahren. Das finde ich immer so spannend bei dem hier. Ist ja nicht so, als hätte ich diesen Anblick den ganzen Tag vor mir. Das ist doch nicht wahr. Jedes Mal die Stoßstange kommt wieder ab. Die ist viel zu niedrig. So gut wie die aussieht, aber sie ist echt unbrauchbar für alles hier. Ah, ist das ein Mist. Ja, haben wir jetzt halt einen kaputten LKW. Schöner Scheibenkleister. Naja, was soll's. So, jetzt sind wir bei der Farm. Das heißt, jetzt quälen wir uns hier kurz durch diese Schlammwüste nach links und folgen eigentlich nur noch der Straße, bis wir zum Damm kommen. Ja, das wird jetzt immer hier spannend. Wir schalten mal in den Lastgang. Da kommen wir vielleicht etwas besser durch. Ich denke mal, hier können wir wieder hochfahren. Ja. So geht das. In-game ist heute echt schönes Wetter. Aber im Real Life auch, davon mal abgesehen. Aber ich sitze hier gerade eh wieder in meinem Studio, in meiner Dunkelkammer, wie ich so liebevoll nenne.
Und da kriege ich sowieso nicht viel vom Wetter mit, weil der Raum stockdunkel ist. Nein, nicht ganz. Er ist voller RGB-LEDs und dann ist er noch stockdunkel. Aber ist nicht so schlimm. Ich hätte eh Nachtschicht. Da darf es so dunkel sein. Da bin ich wenigstens dran gewöhnt. So, jetzt gerade hier runter. Und? Ja, da vorne ist schon der Damm. Schaut mal. Oder müssen wir uns mal kurz ein bisschen... Müssen wir anhalten und mal Ausschau halten. Hier, Trailer Park, ihr könnt aufstehen. So, das ist glaube ich Premiere bei uns hier im Let's Play. Einmal über den Damm. Jetzt sind wir über den Damm, ja. Hey, ich habe wieder ganz viele schlechte Wortwitze. Zum Glück jetzt hier kein Gegenverkehr, da werden wir aufgeschmissen. Oh, es geht schon so. Oh, schaut mal. Ist das nicht herrlich? Schöne Landschaft. Weitläufiger Blick. Das ist schon wirklich herrlich. Also das muss ich jetzt echt sagen. Gefällt mir mega gut. Schön. Echt schön. Das ist schon beeindruckend. Ich würde gerne mal sowas in echt machen. So einen Ami-Stausamm hier, so einen übergroßen hier oder den... Was sowas, ich weiß nicht, guck mal sowas gerne an. Weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich bin sowieso gerne in der Natur. Sofern man von dem Stausee von Natur reden kann, eher nicht, ne? So, die Pylonen müssen mal kurz dran glauben, mit unserer demolierten Stoßstange. Oh, haben wir es geschafft, schaut mal einer an. Das ist ja eine klasse Brücke. Können wir da auch mal irgendwie geradeaus mal fahren? Ja, ja, komm, wir können ja mal gucken, ob wir hier durchkommen. Können wir vielleicht hier vorne zu der Hütte können wir noch fahren. Ich hatte es übrigens mal probiert, ich weiß nicht, ob es noch sieht, nee, leider nicht. Mal mit dem Scout-Fahrzeug, mit dem Älteren hier durchzufahren. Ja, das kann man auch voll vergessen, der ist echt tief hier. Denkt man gar nicht, wenn man so sieht. Oh ja, na ist klar, so ein dumme Stoßstange, so tief, das geht mir voll auf die Ketten. Mann. Oh, das nervt mich wirklich. Guck dir mal, wie scheiße das jetzt aussieht. Oh, und du schalt nicht immer. Muss doch doof sein. Fahr doch einfach hier hoch. So, endlich. Okay. Die Road ist nicht mehr geclosed. Haut ab, ihr Absperrdinger. Ja, kommt. Wir können ja den hier mal rückwärts reinfahren. Also, wir stellen jetzt unseren Trailer einfach mal hier rückwärts ab. Mal ein bisschen rangieren, ein bisschen angeben, dass ich das auch kann. Hä? Passt mal auf, jetzt gibt es irgendeinen Fail bei mir. Irgendwas ist immer. Ja, ich hab's schon verkackt. Wie gut ich das doch kann. Brumms. Ich bin ein Depp, ey. Also mit dem echten LKW fällt mir das deutlich leichter. Da schiebe ich den sonst wo rückwärts rein, aber so, um Gottes Willen. Na gut, es geht. Jetzt will ich es mir aber beweisen. Jetzt hier noch dazwischen und hinten ans Tor ran. Nur, weil wir es können. So, an der Rampe, wir können beladen werden. Schön, geht ja doch noch. Ja, haben wir unser Tagwerk erfüllt hier. Wir haben eine schöne Satteltour gemacht. Einmal quer durch zwei Karten. Naja, anderthalb. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall war es cool. Schaut mal, hier drüben geht's nach Island Lake, also Inselsee, na da. Wo es hier oben hingeht, weiß ich noch nicht. Na, werden wir uns mal überraschen lassen. Schaut denn das hier drüben aus? Huch. Sieht auch spannend aus hier, dieser Felsübergang. Ich glaube, da war mal irgendwas. Hm, wer weiß das schon. Was heißt hier über den Fluss? Was ist das? Hm, keine Ahnung. Ja, ist egal. Ich will nicht doof rumlabern jetzt hier. Wir haben unser Ziel erfüllt. Schöne Runde gemacht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen.
Mir hat es wieder wie immer mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Burggamer. Ciao.